Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute der Bundesliga-Hammer. Dortmund trennt sich von Trainer Marco Rose. Ja, es ist dann tatsächlich doch passiert. Borussia Dortmund feuert ihren Trainer Marco Rose. In einer Clubmitteilung hieß es, Borussia Dortmund und Trainer Marco Rose beenden ihre Zusammenarbeit. Dies ist das Ergebnis einer intensiven Saisonanalyse am Donnerstag, an der neben Rose auch Hans-Joachim Watzke, Michael Zorc, Sebastian Kehl und Matthias Sammer teilgenommen haben. Hans-Joachim Watzke sagte in einem Interview: Dieser Tag ist kein einfacher für uns alle, denn die gegenseitige Wertschätzung untereinander war, ist und bleibt groß. Nach einer Saison, die aus unterschiedlichen Gründen unbefriedigend war, müssen wir festhalten, dass wir in vielen Teilbereichen nicht das Maximum aus unseren Möglichkeiten herausgeholt haben. Ja, Dortmunds Trainer Marco Rose, der von Borussia Mönchengladbach kam und auch eine hohe Ablöse kam, schaffte es wirklich nicht, bei den Dortmundern eine gute Konstanz in die Mannschaft reinzubekommen. Mal spielten sie berauschend und dann wieder komplett schlecht. Natürlich schieden sie dann auch ja, relativ früh aus den beiden Pokalwettbewerben aus, was natürlich auch den Dortmunder Bossen nicht so schmeckte. Marco Rose sagte zusätzlich im Interview: Trotz einer schwierigen Saison mit vielen Unwägbarkeiten war ich von unserem Weg überzeugt. Während unseres Gesprächs ist mir der Eindruck gereift, dass die hundertprozentige Überzeugung aller Verantwortlichen nicht mehr vorhanden ist. Letztendlich haben wir gemeinsam entschieden, die Zusammenarbeit zu beenden. Ja, damit ist die Zeit von Marco Rose bei Dortmund vorbei. Das hätte man auch nicht gedacht, denn gerade am letzten Spieltag oder vorletzten Spieltag machte ja Sebastian Kehl erst eine, naja, etwas zweideutige Bemerkung zum Trainer Rose, aber dementierte das dann im Volkswagen-Doppelpass an einem Sonntag, indem er dann sagte, nee, da habe ich mich falsch ausgedrückt, wir werden auf jeden Fall weiter mit Marco Rose zusammenarbeiten. Ja, was sagt ihr zu dieser Meldung? Glaubt ihr, das war jetzt der richtige Schritt für beide Seiten nach so einer holprigen Saison? Oder ist das jetzt ein bisschen vorschnell? Denn Dortmund hatte natürlich auch viele Verletzte, fast 200 Ausfalltage im gesamten Kader, 2000 Ausfalltage im gesamten Kader. Also da kam einiges zusammen. Das heißt, es gab auch in der Mannschaft oder bei der Leistung der Mannschaft natürlich keine Konstanz. Also sagt ihr, das war jetzt der richtige Schritt für beide Seiten oder war das ein bisschen zu vorschnell von der Dortmunder Seite, dass man hier das Vertrauen ja dann zu schnell verloren hat? Ansonsten, ja, wer soll übernehmen? Das ist natürlich jetzt auch die große Frage. Findet man auf dem Markt hier einen guten Trainer? Ich meine, das Trainerkarussell in der Bundesliga, das ist ja schon ordentlich angedreht worden, aber ich weiß jetzt nicht, ob man sich hier nochmal einen Trainer aus Gladbach holen möchte. Das wird man sich wahrscheinlich auch doppelt überlegen. Ansonsten bleibt natürlich noch eine interne Lösung mit Terzic. Ich glaube, der hat bei den Fans natürlich einen ganz, ganz großen Kredit nach dem DFB-Pokal-Gewinn vor einem Jahr. Also da wird man sicherlich irgendeine Lösung finden. Was wäre eure Lieblingslösung? Schreibt das gerne mal in die Kommentare und eure Meinung dazu. Und wir sagen bis zur nächsten Folge und ciao.